Dann rufe ich auf den Einzelplan 06, Hessisches Ministerium der Finanzen, in Verbindung mit dem Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung, und dem Einzelplan 18, Staatliche Hochbaumaßnahmen. Und es beginnt der Kollege Norbert Schmidt von der SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, so erfreulich es ist, dass die Landesregierung mit dem Haushaltsentwurf 2017 endlich unsere Forderungen nach mehr Steuergerechtigkeit und mehr Steuerfahnder nachgekommen ist, so unerfreulich ist es allerdings, dass es mehr als 10 Jahre gedauert hat, bis diese Forderungen endlich aufgegriffen worden sind. Deswegen kann man nur sagen, es ist endlich Zeit geworden, dass an dieser Stelle eine Umkehr bei der Landesregierung stattfindet. Und dennoch ist für Euphorie überhaupt gar kein Platz. Denn die Versäumnisse der Vergangenheit sind groß, und da gibt es noch einiges aufzuholen. So ist, meine Damen und Herren, die Steuerverwaltung, die Finanzverwaltung in Hessen im Vergleich zu den anderen Bundesländern, wenn man es am Bruttoinlandsprodukt orientiert, bei der Personalausstattung auf dem vorletzten Platz. Auf dem vorletzten Platz, meine Damen und Herren. Und dies muss Schritt für Schritt korrigiert werden. Da wurde wieder einmal die Hoffnung geweckt, dass die Landesregierung endlich begriffen hat, dass die Finanzverwaltung nachhaltig gestärkt werden muss. Dieser Eindruck ist jedoch in der vergangenen Woche wie eine Seifenblase zerplatzt, Herr Minister. Die Versäumnisse der Landesregierung im Kampf gegen Steuerhinterziehung füllen ja bereits Register. Nun kommt aber eine dubiose Rolle Hessens beim Anwendungserlass des Bundesfinanzministers hinzu, Stichwort Cum-Cum-Geschäfte, der zur Folge hat, dass Banken dreistellige Millionensummen, vielleicht sogar Milliarden, mit ihrem Steuerbetrug bei Aktienausleihen behalten retten können, meine Damen und Herren. Und dieser Legitimationsschein für Steuerbetrug der Großbanken muss außer Kraft gesetzt werden, Herr Minister. Und wir fordern Sie auf, Sie werden sicherlich dazu nachher Stellung nehmen, dass dieser Erlass bei der nächsten Finanzministerkonferenz besprochen wird und dass Sie auf den Bundesfinanzminister einwirken, dass dieser Erlass zurückgenommen wird. Meine Damen und Herren, unsere Haushaltsanträge, die gestern auch noch einmal unser Fraktionsvorsitzender erläutert haben, dienen dazu, die große Investitionsschwäche des Landes zu beheben. Der Ministerpräsident hat dazu gestern auf unsere Einlassungen erwidert, aber es gibt doch noch ein Land, das schlechter ist. Ich weiß nicht, wie lange er hat suchen müssen danach. In der Tat, es stimmt, es gibt sogar noch ein Land, das schlechter ist. Es gibt also 2 Länder, die bei der Investitionsquote schwächer sind als Hessen. Aber was ist denn das für ein Argument? Was ist denn das für ein Argument? Das ist doch schlicht lächerlich, meine Damen und Herren. Zu sozialdemokratischen Zeiten, Stichwort Hessen vorn, haben wir uns bei den Besten orientiert und haben nicht verzweifelt nach den Schlechtesten gesucht, um uns daran zu orientieren. Alleine zum Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer fehlen pro Einwohner 61 € bei den Investitionen. Also, wenn Sie es hochrechnen, sind etwa 370 Millionen €, dass Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern bei den Investitionen hinten anhängt. Und insbesondere, wir reden ja auch den Einzelplan 17, insbesondere die Kommunen haben historische Tiefstände bei den Investitionen. Und dies, meine Damen und Herren, muss korrigiert werden. Wir haben entsprechende Änderungsanträge zur zweiten Lesung vorgelegt im Haushaltsanschluss. Sie sind dem leider nicht gefolgt, meine Damen und Herren. Zudem hat der Ministerpräsident gestern kritisiert, dass wir für diese Investitionen die Rücklagen verwenden würden. Ich meine, diese Kritik ist schon bemerkenswert, und sie zeigt eine ziemlich erstaunliche Unkenntnis. Ja, greift doch die Landesregierung, Herr Dr. Arnold, greift doch die Landesregierung in diesem Jahr alleine mit 450 Millionen € in die Rücklage
und hat die Landesregierung für den Haushaltsentwurf nächstes Jahr vorgesehen, 327 Millionen € aus der Rücklage zu entnehmen. Meine Damen und Herren, wenn CDU und GRÜNE in die Rücklage greifen, findet das der Ministerpräsident und der Finanzminister anscheinend okay. Wenn die SPD aber die Rücklage für Investitionen, das ist für mich wichtig, für Investitionen verwenden möchte, wird das kritisiert. Wie vordergründig, wie pharisäerhaft ist das denn, meine Damen und Herren? Und ich komme noch einmal zu Kürzungsanträgen, die wir gestellt haben. Gestern hat der Ministerpräsident bewusst einen Zwischenruf von mir verfälscht. Es geht um unseren Kürzungsvorschlag, 32 Stellen bei den Ministerien zu streichen. Und ich lese Ihnen einfach einmal dazu unseren Änderungsantrag zu. Da kann sich jeder eine Meinung bilden, was wir vorhaben und ob die Behauptung des Ministerpräsidenten richtig ist. Wir wollten kleine Verwaltungsstellen streichen. In unserem Änderungsantrag zur Streichung von 32 Stellen in den Ministerien heißt es, angesichts des von der Haushaltsstrukturkommission festgestellten erheblichen Personalüberhangs im Bereich der politischen Führung ist die Arbeitszeitverkürzung durch das vorhandene Personal abzufangen. Eine Neuschaffung von Stellen in Ministerien ist deshalb nicht erforderlich. In den Ministerien sollen deshalb insgesamt 32 Stellen gestrichen werden. Meine Damen und Herren, es handelt sich um B2-Stelle in der Staatskanzlei, da eine A16-Stelle, da eine A15-Stelle, da eine A14-Stelle. Es geht nicht um kleine Verwaltungsstellen. Es geht darum, dass die Ministerien in den vergangenen Jahren riesig aufgebläht worden sind, ohne dass es sozusagen dafür ein Erfordernis gab. Und es geht darum, dass jetzt nicht noch zusätzliche Stellen geschaffen worden sind, sondern wir denken, dass die Stunde Arbeitszeitverkürzung sehr, sehr gut mit dem vorhandenen Personal aufgefangen werden kann. Und ich komme zum Schluss. Wir können uns ja auch kurz fassen. Wir haben ja auch schon ausführlich in der ersten Lesung besprochen, meine Damen und Herren. Ich erwarte mir, dass endlich in der Landesregierung verstanden wird, dass wir die Finanzverwaltung nicht schwächen dürfen, sondern alles tun müssen, damit die Finanzverwaltung gestärkt wird, um Steuergerechtigkeit endlich auch in Hessen herzustellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Das Wort hat der Abg. Dr. Walter Arnold, CDU-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich zu Einzelheiten im Einzelplan 06 komme, möchte ich eine Vorbemerkung machen. Herr Kollege Schmidt, ich habe bisher zu Ihren Argumenten zwar in vielerlei Hinsicht diese Argumentation nicht geteilt, aber ich habe geschätzt, dass Sie solide und wahrheitsgemäß diese Dinge vorgetragen haben. Das haben Sie mit dieser Rede nicht getan. Ich will das an zwei Punkten festmachen. Sie haben die Cum-Cum-Geschäfte erwähnt, also das, was bei Wertpapierleihgeschäften bisher in der Vergangenheit geschehen ist. Das war moralisch verwerflich, aber nach der Gesetzeslage nicht direkt illegal. Sie haben nicht erwähnt, es war nicht gesetzeswidrig. Sie haben unterschlagen, dass gerade auch unser Finanzminister Thomas Schäfer dafür gesorgt hat, dass es ab 01.01.2016 eine neue Rechtslage gibt und dass mit dem Investmentsteuerreformgesetz Cum-Cum-Geschäfte künftig illegal sind. Und das ist der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, zu dieser Vorgehensweise. Das Zweite, wir haben im Einzelplan 06 für das Hessische Ministerium der Finanzen ebenfalls eine deutliche Personalverstärkung, die dafür sorgen wird, dass die Steuerfahndung, dass auch die Betriebsprüfer entsprechend verstärkt werden. Wir haben 35 neue Stellen im Bereich der Internationalisierung des Steuerrechts. Wir haben weitere 35 neue Anwärterstellen zugunsten der Steuerfahndung hier im Haushalt vorgesehen. Das ist eine signifikante Stärkung unserer Steuerverwaltung, und das möchte ich hier ausdrücklich hervorheben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die hessische Steuerverwaltung ist bereits sehr schlagkräftig, und sie kann auch im Kampf gegen die Steuerkriminalität im Vergleich der Bundesländer
auf durchaus beachtliche Erfolge hinweisen. Und was Sie auch nicht erwähnt haben, was ich aber deutlich machen möchte, gerade im Bereich der Betriebsprüfer, wurden in den letzten 10 Jahren rund 25 % mehr Personal eingesetzt. Auch das ist eine Verstärkung hier der Steuerverwaltung. Und wenn ich nur noch darauf hinweise, dass wir für 2017 650 neue Anwärter einstellen für den mittleren und höheren Dienst, dann ist das ebenfalls eine deutliche Stärkung. Und bis zum Jahr 2019 sind das insgesamt 1.700 neue Anwärter im mittleren und gehobenen Dienst. Das ist eine gute Nachricht für die hessische Steuerverwaltung, meine Damen und Herren. Dieser Haushalt 2017, das ist ein herausragendes Beispiel, wie die Landespolitik angemessen auf aktuelle Herausforderungen reagiert. Schwerpunkte sind Sicherheit, Bildung, Arbeitsplätze, auch die Frage der Integration der Flüchtlinge. Und vor allen Dingen ist ein Markenzeichen, hören Sie gut zu, Herr Kollege Rudolph, auch eine solide Finanzierung. Das ist die Handschrift von Schwarz-Grün in diesem Haushalt und auch die Handschrift unseres Finanzministers Thomas Schäfer. Und das entscheidet das sehr deutlich von der Politik der leichten Hand der hessischen Sozialdemokratie. Leider ist der Kollege Schäfer-Gümbel im Moment nicht da, aber ich richte dann deswegen das an Sie, Herr Kollege Schmidt, denn Sie haben es ja auch erwähnt, nämlich die Frage der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Wir haben durch ein Schreiben des Finanzministers vom 15. November feststellen können, den er dem Landtag zugänglich gemacht hat, dass die allgemeine Rücklage erwartungsgemäß zum 01.01.2017 mit einem Betrag von 545 Millionen € dort ausgestattet sein wird. Der jetzige Haushaltsentwurf der Landesregierung sieht eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 198 Millionen € vor. Das sind dann noch ein verbleibender Betrag von 350 Millionen €. Das sind gut 1,2 % des gesamten Haushaltsvolumens, sicherlich eine zulässige Maßnahme. Was macht aber hier die SPD? Die SPD reicht Haushaltsanträge ein von rund 443 Millionen € und finanziert dies unter anderem durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in einer Höhe von knapp 290 Millionen €. Rest in der allgemeinen Rücklage 60 Millionen €. Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das auf eine magere Rücklage von 60 Millionen € zu verringern, das ist unseriös, das ist eine Plünderung der Rücklagen, und das ist nicht die Haushaltspolitik, die CDU und die GRÜNEN hier machen werden bei diesem Haushalt. Das ist auch der entscheidende Grund, warum wir Ihre Haushaltsanträge abgelehnt haben. Denn Sie wissen sehr gut, Herr Kollege Schmidt, dass außerplanmäßige Einnahmen aus dem Haushaltsvollzug eben nicht für Mehrausnahmen, für Mehrausgaben verwendet werden dürfen, sondern nur zur außerplanmäßigen Reduzierung der Nettokreditaufnahme. Das ist eindeutig geregelt im Gesetz zur Schuldenbremse, und das darf nicht zur Finanzierung Ihrer entsprechenden Haushaltsanträge verwendet werden. Wir sind gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von der GRÜNEN-Fraktion stolz darauf, dass wir weiterhin in diesem Haushalt die Grundlagen dafür schaffen, spätestens 2019 Jahr für Jahr dann einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, ein Jahr früher als geplant. Wir haben eine Rekordhöhe des Kommunalen Finanzausgleichs 2017 mit 4,6 Milliarden €. Wir zahlen 1,8 Milliarden € in den Länderfinanzausgleich. Wir haben eine erfolgreiche Unterstützung der Kommunen mit einem kommunalen Schutzschirm mit rund 3,2 Milliarden € Zins- und Tilgungshilfen für die 100 Schutzschirmkommunen. Wir geben eine weitere Unterstützung von 1,1 Milliarden € im kommunalen Investitionsprogramm. Für die Flüchtlinge stellen wir einen Aktivplan und Aktionsplan für Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Höhe von 1,6 Milliarden € zur Verfügung, und für den Wohnungsbau sind rund 1,13 Milliarden € vorgesehen. Das ist ein solide finanzierter,
ein ausgewogener Haushaltsplanentwurf mit klaren Schwerpunkten. Das ist gute Politik für Hessen, meine Damen und Herren, und darauf sind wir stolz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Arnold. – Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Das ist vielleicht ein Scheißding. Meine Damen und Herren, ich bitte doch um Aufmerksamkeit, was jeder verstanden hat. Ist auch so ein Ding. Also, Willi van Ooyen hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zwei Vorbemerkungen machen, Herr Dr. Arnold. Es ist ja so, dass wir bei den Rücklagen immer darauf setzen, dass der Steuervollzug uns sozusagen noch reichlich beschenkt. Weil wir wissen, dass viele Bauten, Investitionen im Grunde genommen dann im Haushalt angesetzt sind, aber sich möglicherweise viel dauerhafter ins nächste oder übernächste Jahr hinein stolpern werden. Also von daher glaube ich, dass wir, was die Rücklagen angeht, unbesorgt sein sollten. Die zweite Geschichte, was die Steuerfahnder angeht. Ich kenne noch vier Steuerfahnder, auch persönlich, die gerne mitmachen würden und sehr gezielt im Grunde genommen natürlich dort nach Steuern suchen würden, wo sie wirklich zu holen sind. Das nur als Vorbemerkung. Einige in diesem Haus meinen ja, dass es erstaunliche Zeiten seien, was die Einnahmesituation des Landes angeht. Auf den Fluren, und Herr Schäfer-Gümbel hat es gestern gesagt, gibt es auch schon den Witz, dass bei einer Einnahmensituation selbst ich einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf zustande gebracht hätte. Und in der Tat muss selbst ich zugestehen, dass es in diesem Jahr gelingt, Schritte in die richtige Richtung zu gehen, und das trotz eines völlig desolaten Systems von Steuern, Beiträgen und Abgaben. Denn Erbschaften, Vermögen und höhere Einkommen müssen weniger zum Gemeinwohl beitragen als die Einkommen von Lohnabhängigen. Diese Entwicklung ist aber nicht die Leistung der Hessischen Landesregierung, sondern das Resultat glücklicher Umstände. Denn dass es erheblichen Handlungsbedarf im Steuerrecht gibt, hat zumindest auf Bundesebene selbst ein Teil dieser Koalition eingesehen. Und die GRÜNEN zum Beispiel, zum Teil jedenfalls, was die Erbschaftssteuer angeht, mindestens als Hinweis darauf. Okay. Ich sage ja auch, obwohl der Beschluss der GRÜNEN für eine Vermögensteuer so vage ist, dass selbst die FDP ihn in ein Wahlprogramm schreiben würde, zeigt er doch, dass die Vermögensteuer. Na, ich habe ja gestern schon gesagt, die Superreichen werden nur dann besteuert, wenn sie reicher sind als die Reichsten, die bei uns besteuert werden. Das würde die FDP sicherlich mittragen. Vor diesem Hintergrund mag es ja sein, dass die Landesregierung hier einen Haushaltsentwurf vorlegen kann, in dem es Verbesserungen gibt. Anscheinend sind diese aber eben nicht enthalten. Nach wie vor gibt es bei den Einnahmen keine Entwicklung, die dafür sorgt, dass die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich durch Umverteilung von Vermögen überwunden werden kann. Nach wie vor sind viele Kommunen nicht in der Lage, ihre Pflichtaufgaben so zu erfüllen, wie es eigentlich notwendig wäre. Gerade in den Kommunen sieht man ja auch, dass die Politik dieser Landesregierung, was sie angerichtet hat, ständig verkündet der hessische Finanzminister vermeintliche Erfolge seiner Politik, während er verschweigt, wie die Verhältnisse wirklich sind. Das größte Projekt dürfte dabei die KFA-Reform sein. Da kommt aus dem Finanzministerium immerhin der Hinweis, dass die Kommunen so viel Geld wie noch nie bekämen. Dass dem natürlich Aufgaben gegenüberstehen, etwa bei der Kinderbetreuung, die es bisher noch nie gab, das verschweigt der Finanzminister. Oder etwa beim sogenannten Schutzschirm. Da verkündet der Finanzminister die angeblich großen Konsolidierungserfolge, verschweigt aber, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen es sind, die diesen Erfolg mit höheren Gebühren und schlechteren öffentlichen Leistungen bezahlen. Ebenso beim Kommunalen Investitionsprogramm. Da feiert sich der Finanzminister tatsächlich dafür, dass das Land Geld für Investitionen bereitstellt. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass dies nur einen Tropfen auf den heißen Stein bedeutet.
Das Programm dieser Landesregierung würde noch nicht einmal ausreichen, wie gesagt, um die Schulen in Frankfurt und Wiesbaden, nur diese, instand zu setzen. Gerade beim Thema Investitionen geht die Landesregierung meines Erachtens den falschen Weg. Gerade bei den Investitionen wird deutlich, wie schädlich die Schuldenbremse ist. Denn die Investitionen der Kommunen und des Landes befinden sich seit Jahren im Tiefflug. Mittlerweile wird das auch in der Bilanz des Landes Hessen deutlich, die für das Jahr 2015 ausweist, dass ein Verlust von 100 Millionen € beim Infrastrukturvermögen aufgetaucht ist. Mit anderen Worten, diese Landesregierung fährt die Infrastruktur auf Verschleiß, damit sie die Schuldenbremse einhalten kann, und das selbst in den Jahren, in denen die Einnahmesituation vermeintlich gut ist. Umso wichtiger wäre es, diese günstige Lage dazu zu nutzen, das Steuersystem endlich vom Kopf auf die Füße zu stellen. Sprich, gerade jetzt, wo die Gewinne der Konzerne hoch sind, wäre es völlig unproblematisch, hier kräftig zuzugreifen. Dann wäre nicht nur genügend Geld vorhanden, um die notwendigen Investitionen zu tätigen, sondern wäre auch ausreichend Geld da, um Beamtinnen und Beamte wieder an der allgemeinen Lohnentwicklung teilhaben zu lassen. Stattdessen arbeiten die Beamtinnen und Beamten weiter länger als in anderen Bundesländern und dürfen dafür herhalten, wenn es darum geht, Sonderopfer zu erbringen. Wie gesagt, diese Politik lehnen wir ab. Hessen braucht eine andere Steuerpolitik, bei der Reiche und Konzerne endlich wieder zur Kasse gebeten werden. Entsprechende Haushaltsanträge werden wir zur dritten Lesung noch einbringen. Für eine andere Politik ist es also noch nicht, nach dieser zweiten Lesung jedenfalls, zu spät. Wir werden darauf achten, dass da Veränderungen eintreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege van Hooyen. Und jetzt spricht die Frau Abg. Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Kurzformel kann man den Einzelplan 6 ganz gut so beschreiben. Wir arbeiten verlässlich. Wir sind darauf ausgerichtet, Steueransprüche durchzusetzen, Steuerbetrügereien zu beenden, und wir sind an der Seite der Kommunen. Meine Damen und Herren, wir arbeiten verlässlich, weil wir uns in der schwarz-grünen Koalition vorgenommen haben, den Abbaupfad der Schuldenbremse einzuhalten. Und diesen Weg gehen wir konsequent. Gestern hat Herr Schäfer-Gümbel gesagt, wir hätten ja auch ordentlich Glück bei den Steuereinnahmen. Ich kann nur sagen, ja, ein Quäntchen Glück ist auch dabei, weil die Steuereinnahmen steigen. Und nach der aktuellen Steuerschätzung kann das Land im laufenden Jahr mit Steuereinnahmen von rund 1,1 Milliarden € rechnen. Aber, meine Damen und Herren, denken Sie daran, diese Steuermehreinnahmen sind durch Sondereffekte verursacht, wie z.B. durch die Einnahmen bei der Erbschaftssteuer. Und auf diese Sondereffekte können wir nicht auch in den Folgejahren und im nächsten Jahr setzen. Deshalb verbietet es sich einfach, aus diesen Sondereffekten Daueraufgaben zu finanzieren, wie z.B. die Besoldungserhöhung. Und wer das fordert, der hat offenbar den Mechanismus aus der Schuldenbremse vergessen. Dieser Mechanismus gibt uns vor, ich sage es einmal ganz einfach, wir legen in den guten Jahren etwas zurück, Herr Kollege Rudolph, und geben dann aus, wenn die Jahre nicht so schön sind. Man kann es auch einfach so benennen, spare in der Not, spare bei Zeiten, dann hast du in der Not. Wir dürfen das nicht einfach so verfrühstücken. Vergessen Sie das nicht. Ja. Und spare bei Zeit, dann hast du in der Not. Ich danke Ihnen für die tätige Mithilfe, Herr Merz. Ja, es ist unbestritten, dass wir ein bisschen Glück hatten bei den Steuermehreinnahmen. Und
Aber ich kann Sie nur darauf auffordern, lassen Sie uns das gemeinsam genießen, dieses Glück. Lassen Sie uns das gemeinsam genießen, denn ohne diese Steuermehreinnahmen wäre es ja nicht möglich gewesen, den Aktionsplan 2 aufzulegen mit einem Volumen von 1,6 Milliarden €, im letzten Jahr 1,3 Milliarden €. Dieser Aktionsplan, der dafür sorgt, dass wir Flüchtlinge integrieren wollen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt halten. Das ist doch gut, dass wir es schaffen, aus diesen Steuermehreinnahmen eine so wichtige Aufgabe zu stemmen, ohne in anderen Bereichen zu kürzen. Auch das ist gut und richtig, und ich glaube, da sollten wir insgesamt miteinander froh darüber sein. Meine Damen und Herren, wir haben beide Seiten im Blick, und wir stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie wissen, das ist hier schon mehrfach erwähnt worden, wir investieren zusätzlich in den Bildungsbereich. Von den weiteren 1.100 Lehrerinnen und Lehrern werden alle Schülerinnen und Schüler profitieren, und das ist auch gut so. Wir investieren in den Hochschulen, und wir investieren im Innenbereich. Wir bauen das Netzwerk gegen Gewalt aus, und insgesamt wird es, um diese Aufgaben, die gestiegenen Aufgaben zu bewältigen, in den Einzelplänen 3, 4 und 5 2.600 neue Stellen mehr geben. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft, um hier dafür zu sorgen, dass wir nicht nur diese neue Aufgabe bewältigen, sondern auch insgesamt im Zusammenhalt der Gesellschaft investieren. Meine Damen und Herren, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist auch eine Frage der Steuergerechtigkeit. Das erschließt sich nicht jedem gleich. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen das Gefühl haben, es geht auch in der Besteuerung gerecht zu. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur die theoretische Ausgestaltung des Steuerrechts so anlegen, sondern dass wir auch im Vollzug darauf setzen, dass wir die Steuergerechtigkeit durchsetzen. Und dafür haben wir in Hessen eine Verantwortung. Die haben wir, und die nehmen wir auch wahr. Die nehmen wir auch wahr. Der Kollege Arnold hat es gesagt, wir stellen 650 Steueranwärterinnen und Steueranwärter zusätzlich ein, so viel wie noch nie, weil wir den Nachwuchs brauchen, damit wir nämlich Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder haben. Die wachsen ja nicht aus Bäumen, die müssen ausgebildet werden, und da müssen wir aufbauen. Das ist richtig und wichtig. Und Sie haben darauf hingewiesen, Herr Dr. Arnold, wir sind im Bundesvergleich, was Prüfungen bei Großbetrieben angeht, was Prüfungen bei Mittelbetrieben angeht, sind wir über dem Durchschnitt. Ich finde, das ist eine beachtliche Leistung. Da hilft es auch nichts, Herr Kollege Schmidt, wenn Sie andere Vergleiche anstellen. Wir sind da einfach gut. Das müssen wir einmal feststellen. Gerade international tätige Unternehmen entwickeln immer neue Steuergestaltungsmöglichkeiten. Die gefallen uns nicht alle. Sie sind nicht immer illegal. Das ist ja unser Problem. Die sind nicht immer illegal. Von daher muss man dafür sorgen, dass in der Steuerverwaltung gut ausgebildetes Personal da ist, die auch hier auf Augenhöhe agieren können, um sozusagen diesem Mechanismus immer ein neues Gesetz, wir erfinden eine neue Steuervermeidungsmöglichkeit, dass dieser Mechanismus durchbrochen wird. Deswegen brauchen wir gut ausgebildete Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte. Ich will etwas sagen. Sie haben Cum-Cum erwähnt, Herr Kollege Schmidt. Ja, es ist ein großes Ärgernis, dass diese Cum-Cum-Geschäfte bis 2016, bis zum Beginn dieses Jahres möglich waren. Das ist ein großes Ärgernis. Es ist blöd, dass es nicht verboten war. Da haben eben schwindige Kanzleien, Steuerberatungskanzleien oder wer auch immer, Steuerschlupflöcher genutzt, die nicht illegal waren. Die waren höchst ärgerlich. Ich finde sie auch ethisch verwerflich, aber sie waren nicht illegal. Aber es ist endlich jetzt ein Riegel davor geschoben. Und auch dazu hat Schwarz-Grün beigetragen. Und das finde ich eine wichtige Botschaft. Meine Damen und Herren, wir bauen weiter eine erfolgreiche Steuerverwaltung auf. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal an die Beschäftigten. Hessen hat im letzten Jahr erstmals 50 Milliarden € Steuern eingenommen. Das ist ein gutes Zeichen unserer Wirtschaftskraft, aber auch ein gutes Zeichen, wie schlagkräftig und gut unsere Finanzverwaltung ist. Auch dafür kann ich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Steuerverwaltung nur Danke sagen. Meine Damen und Herren, die schwarz-grüne Koalition steht auch an der Seite der Kommunen. Die Kommunen haben in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, ihre Haushalte zu konsolidieren.
Das erkennen wir ausdrücklich an. Dabei geholfen haben sicher auch die vielen Arbeitsgruppen in den Kommunen, die die Haushalte quergekämmt haben und nach neuen Wegen gesucht haben, wie Haushalte anders finanziert werden können. Und da gab es den Anreiz, manche sagen Druck, des Schutzschirms, um auch hier zu schauen, wie können wir andere Wege gehen. Das verdient große Anerkennung. Ich weiß, auch ich bin kommunalpolitisch tätig, ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Und ich finde, da haben unsere Kommunen wirklich große Schritte getan. Hier haben auch geholfen, natürlich bei den Kommunen die gute Wirtschaftslage. Und bei einigen Kommunen, an einigen sehr wirtschaftsstarken Kommunen, sind die Gewerbesteuereinnahmen in Höhen emporgeschwungen. Die haben wir uns alle nicht träumen lassen. Es gab einen Zuwachs von 13,5 % gegenüber dem ersten Halbjahr in 2015. Auch das ist eine gute Botschaft, dass die Wirtschaftslage den Kommunen da geholfen hat. Aber geholfen hat auch ohne Frage der kommunale Finanzausgleich. Auch der ist auf eine Höhe angewachsen, die wir ihn in Hessen bisher nicht hatten. Dieser neue bedarfsorientierte kommunale Finanzausgleich war ja durchaus eine Kraftanstrengung, die wir gemeinsam im letzten und im vorletzten Jahr unternommen haben, um hier den Kommunen auch die Geldmittel zur Verfügung zu stellen, die sie bedarfsorientiert brauchen. Er wird wieder beklagt. Ich bin sehr gespannt, Herr Rock, wie die Klage ausgeht. Aber wir müssen uns doch einmal fragen, wer klagt da eigentlich? Es klagen nämlich die besonders reichen Kommunen, die nämlich dagegen klagen, dass sie meinen, sie wollen hier nichts in die Solidaritätsumlage einspeisen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Klage ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie diese Klage ausgeht. Und ich glaube, und ich bin da auch im Moment sehr gelassen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was der Staatsgerichtshof am langen Ende dazu sagt. Noch ein paar Zahlen. Der kommunale Finanzausgleich sind etwas mehr als 4,5 Milliarden € im nächsten Jahr. Das sind 220 Millionen € mehr als in diesem Jahr. In den letzten 5 Jahren, wenn wir das einmal aufmachen, ist der KFA um mehr als 1 Milliarde € aufgewachsen. Auch das eine positive und eine gute Entwicklung. Der Haushaltsentwurf zeigt aber auch, dass die schwarz-grüne Koalition gegenüber den Bediensteten verlässlich agiert. Wir haben versprochen, ja, Herr Kollege Rudolph, hören Sie mir einmal zu, wir haben versprochen, die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten zu senken. In einem ersten Schritt, das freut mich sehr, in einem ersten Schritt auf 41 Stunden. Das ist nicht trivial. Dazu braucht es nämlich den entsprechenden Ausgleich von Arbeitszeit und Stellen. Und das sind 970 Stellen. Schreiben Sie sich das einmal schön auf. 970 Stellen, Herr Kollege Rudolph, die wir extra schaffen, damit diese Absenkung der Wochenarbeitszeit ausfinanziert werden kann. Unterm Strich sind wir verlässlich, und wir leisten viel, dass auch in Hessen es ein Stück gerechter zugeht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächster spricht der Kollege Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie können sich daran erinnern, dass in der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs für 2017 wir Liberale festgestellt haben, dass die Haushaltspolitik von Schwarz-Grün allein auf mehr Einnahmen, auf mehr Ausgaben und auf Stellenaufwuchs basiert. Zukunftsgerichtete Investitionen verkonsumiert die Landesregierung, und das bei fast unglaublich hohen Steuermehreinnahmen. Es finden keinerlei strukturelle Veränderungen statt. Und die Folge davon ist, der Haushalt wird in guten Zeiten so weit aufgebläht, dass er bei einem Einbruch der Konjunktur ein riesiges Desaster bilden kann. Ich sage diese Zusammenfassung ganz bewusst, weil ich in der Debatte der ersten Lesung und unser Fraktionsvorsitzende Florian Rentsch gestern in der Debatte der zweiten Lesung uns schon ein bisschen alleine fühlen, weil wir hier in diesem Hause nicht
die Unterstützung, jedenfalls nicht bei allen Punkten, die Unterstützung für diese Auffassung bekommen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick außerhalb dieses Hauses und ein Blick außerhalb der Fraktionen in die Zivilgesellschaft herein zeigt, dass die FDP-Fraktion im Hessischen Landtag ganz offensichtlich genau die richtigen Themen artikuliert hat. Ich will Sie daran erinnern, dass der Steuerzahlerbund in seiner Hessenzeitung eine sehr interessante und in unseren Augen auch vollständig richtige Analyse des Haushaltsplans vorgenommen hat. Ja, es gibt halt Unterschiede. Es gibt intelligentere Zwischenrufe, auch von Herrn Rudolph. Es gibt tatsächlich intelligentere Zwischenrufe, auch von Herrn Rudolph. Und ich übernehme den Zwischenruf von der Regierungsbank selten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der Steuerzahlerbund feststellt, dass das Schwarz-Grün Abschied von struktureller Sanierung nimmt, so übernimmt er nicht nur, sondern ergänzt und weitet noch aus die Aufgaben, die Ausgaben, die Aussagen, die wir hier schon getroffen haben. Es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nachvollziehbar, dass immer wieder Thomas Schäfer versucht, Schulden zu machen. Man hat ja manchmal schon das Gefühl, es ist schon fast krampfhaft, Schulden zu machen. Bei dem Überschuss, den wir im vergangenen Jahr hatten. Das Rechnungsergebnis von 2015 ist ja uns allen noch vor Augen. Wenn wir die Steuerschätzungen gerade von vor einigen Tagen wieder zur Kenntnis nehmen, so wäre es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit des hessischen Finanzministers, eine Änderung zu dem Haushalt zu initiieren, dass es keinerlei Schuldenaufnahme im Jahre 2017 mehr gibt. Es ist nicht nötig, sondern es ist ganz offensichtlich das Anlegen einer, na, ich nenne es jetzt mal, einer Kriegskasse für den Wahlkampf. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf nicht sein. Selbe Äußerung. Ich glaube, das ist kein FDP-Mitglied, aber Kollege Rudolph weiß das hier alles ganz genau, von Herrn Fassbender von der VAU. In derselben, ja, das, da haben Sie recht, das ist der Richtige, weil der nämlich darum nachschaut, ob Arbeitsplätze in Hessen erhalten und ausgebaut werden können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es sind nicht die Sozialdemokraten, die Arbeitsplätze in diesem Land schaffen, sondern es ist die kleine und mittelständische Industrie hauptsächlich, die dies in unserem Lande macht. Und die repräsentiert die VHO und die repräsentiert Herr Fassbender, auch wenn das die Sozialdemokraten und die noch Linkeren in diesem Hause nicht ernst nehmen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich zitiere Herrn Fassbender. Das Land Hessen muss seine erfolgreiche Sparpolitik fortsetzen, aber einen größeren Teil der höheren Steuereinnahmen für mehr Investitionen nutzen. Er fordert, statt der für 2017 vorgesehenen 90 Millionen € müsse der Etat zügig auf 150 Millionen €, er spricht vom Landesstraßenbau, angehoben werden. Die Planungsmittel sollten auf 94 Millionen € verdoppelt werden, um alle Bundesmittel für Autobahnen und Bundesstraßen in Hessen tatsächlich verbauen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aussage von Herrn Fassbender zeigt die Notwendigkeit, dass ein Umdenken bei Schwarz-Grün endlich beginnen muss. Infrastruktur ist für die Menschen, Infrastruktur ist für die kleinen und mittelständischen Betriebe notwendig. Schaffen Sie sie endlich wieder in Hessen, so wie es früher liberale Verkehrsminister gemacht haben. Macht ruhig weiter. Lassen Sie mich, da ich meiner Kollegin Beer versprochen habe, einige Minuten für die Wissenschaft und insbesondere die Burgfestspiele Bad Vilbel übrig zu lassen, nur noch auf einen Themenbereich hinkommen, und das ist das Thema Personal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ist Ihnen verborgen geblieben, dass es innerhalb der Mitarbeiter der Finanzämter der Steuerverwaltung zu keinem großen Jubel über ihr Modell der Arbeitszeit gekommen ist. Und wir haben das, Florian Rentsch und ich, in der vergangenen Woche ja auch sehr ausführlich der hiesigen Landespressekonferenz erklärt, und sie hat es ja auch kommuniziert, ihr Modell
des Festschreibens auf 41 Stunden bei gleichzeitigem Wegfall des Lebensarbeitszeitskontos straft Mitarbeiter und hilft ihnen nicht. Es macht die Mitarbeiter unflexibel. Sie können nicht mehr eine Stunde für was Sie auch immer in Ihrem Berufsleben für wichtig erachten, sei es eine frühere Pensionierung, sei es ein Sabbatjahr, sei es was auch immer mit dem Lebensarbeitszeitkonto möglich ist, umsetzen, weil Sie die Möglichkeit geklaut haben. Ich weiß, dass es eine Besprechung, Herr Minister, in den letzten 10 Tagen in Kelkheim gegeben hat, wo Sie sehr heftig mit diesem Thema konfrontiert worden sind. Also erzählen Sie bitte nicht den Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, die Stimmung bei den Finanzbeamten sei gut. Nein, ist sie, und zwar wegen diesem Punkte zu Recht nicht. Und im Zusammenhang mit den Mitarbeitern ein letztes Wort. Ja, Sie haben im Haushaltsentwurf eine Ausweitung der Stellen vorgenommen. Das ist in den Bereichen, in denen Sie sie angenommen haben, auch vernünftig. Gleichzeitig arbeiten Sie, Herr Dr. Schäfer, mit anderen Landesfinanzministern daran, dass die Grundlagen für die Bewertung im Rahmen der Grundsteuer neu erarbeitet werden, vollkommen neu erarbeitet werden. Ich wollte es nicht glauben, als mir vor einigen Tagen zugerufen wurde, dass alleine in Hessen dieses von Ihnen geforderte Werk zusätzlich 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwaltung erforderlich macht. Losgelöst davon, dass das dann ja ein irrer Aufbau von Verwaltung auf der einen Seite bei sicherlich überhaupt nicht so viel herauskommenden Steuern ist, also dass es unverhältnismäßig ist, frage ich Sie, wo wollen Sie denn diese 350 Menschen zusätzlich auch noch finden? Wo wollen Sie diese denn noch ausbilden? Wie soll das alles in dem System funktionieren? Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir Liberale sind weiterhin überzeugt, dass dieser Haushalt kein gutes Geschäft für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen ist. Und deshalb werden wir es auch weiterhin ablehnen. – Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. – Das Wort hat der Finanzminister, Herr Dr. Schäfer. Bitte. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich einige wenige Hinweise geben zu den Punkten, die in der Debatte eben eine Rolle gespielt haben. Lassen Sie mich beginnen mit den unterschiedlichen Vorschlägen, wie größere Haushaltsänderungsanträge gegenfinanziert werden sollen. Jetzt will ich mich nicht an der Diskussion beteiligen, gute oder schlechte Rücklagenentnahme. Da kann man die Frage stellen, ob es klug ist, sozusagen die Rücklage bis auf den letzten Euro zu plündern. Entschuldigung, wenn das, was Sie gemacht haben, am Ende bleibt, Kollege Arnold hat es Ihnen ja vorgerechnet, noch 60 Millionen in der Rücklage. So, ja, ganz entspannt. So, ja, ich komme gleich dazu. So, also das scheint mir jedenfalls eine risikogeneigte Vorgehensweise zu sein. Und deshalb halte ich es für richtig und für klug, bei der soliden Variante, nämlich in der Rücklage für Schwankungsprobleme der Zukunft Ausreichendes herinnen zu lassen, vernünftig zu regeln. Zweite Bemerkung. Wie kommt man sozusagen an die Steuermehreinnahmen dran, um sie ausgeben zu können? Denn das verbindet ja den einen oder anderen hier im Hause. Das war früher einmal möglich. Da konnte man sogar im laufenden Haushaltsjahr eintretende Mehreinnahmen für anderes verwenden. In dem vom Hause mit Ausnahme der LINKEN einmütig beschlossenen Regel zur Schuldenbremse sind zwei Besonderheiten enthalten, die möglicherweise nicht dem Haus vollständig mehr präsent sind. Erstens. Konjunkturelle bedingte Mehreinnahmen. Das sind solche, mit denen man nicht rechnet, die kommen, ohne dass die gesetzlichen Grundlagen dafür verändert worden wären. Das sind die im Moment absehbaren, ich sage bewusst im Moment absehbaren, vor dem 31.12.
mache ich da gar keine Festlegung, wie viel da am Ende auch in der Kasse sein wird, nach bitteren Erfahrungen vergangener Jahre. Aber jedenfalls, diese Mehreinnahmen sind bis, solange es noch eine Netto-Neuverschuldung gibt, zur Reduzierung derselben anzulegen. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, wird es entweder in die Reduzierung der bestehenden Schuld, also der Altschulden, gesteckt oder einer Konjunkturausgleichsrücklage zugeführt, die wiederum nur genutzt werden kann, um negative konjunkturelle Schwankungen von Folgejahren auszugleichen, eben nicht für irgendwelche sozusagen politisch determinierte Entscheidungen für die Zukunft. Also insofern sind diese Hoffnungen, so nach dem Motto, es wird wieder ein bisschen was übrig bleiben, jedenfalls gegen die Regeln unserer Schuldenbremse, lieber Herr Schmidt. Insofern ist Ihre Gegenfinanzierung schlicht unseriös. Zweite Bemerkung. Die Gegenfinanzierungsvorschläge der FDP. Auch dort darf ich daran erinnern, dass es ein Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse gibt, dem die FDP zugestimmt hat. Und für die Frage von Gegenfinanzierung von Ausgaben stehen Privatisierungserlöse eben nicht zur Verfügung, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Ausdrücklich nicht zur Verfügung, denn das sind Transaktionen im Sinne unseres Regelwerkes, die bei der Frage, ob Netto-Neuverschuldung möglich ist oder nicht, ausdrücklich nicht mitgerechnet werden, um das Veräußern von Tafelsilber zu einer formalen Einhaltung von Schuldengrenzen zu vermeiden. Das haben wir gemeinsam in der Regierungszeit verabschiedet. Warum Sie sich jetzt davon verabschieden, erschließt sich mir überhaupt nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das steht doch aber jedenfalls da drin. Ich rede jetzt über die 900. Die kann man anders regeln. Aber die wesentlichen Gegenfinanzierungen kommen aus den Privatisierungserlösen. Und die stehen nicht zur Verfügung, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Frage der Finanzverwaltung. Ich bin sehr stolz, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Beamtinnen und Beamten der Hessischen Finanzverwaltung, der Bericht der Oberfinanzdirektion für das letzte Jahr ist ja vor einigen Tagen vorgelegt worden, mit den Tätigkeiten der Außendienste zusammen fast 2 Milliarden € zusätzliche Steuereinnahmen generiert haben. 1,4 Milliarden € allein als Ergebnisse der Betriebsprüfung. Fast 500 Millionen € als Ergebnis der Steuerfahndung. Und dann wird hier im Haus der Eindruck erweckt, als würde in Hessen nichts gegen Steuerbetrug unternommen. Das ist die schlichte Unwahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das vorgeraten wird. Und dafür haben wir etliches getan. Wir haben über 100 Stellen in den Außendiensten in den letzten Jahren geschaffen. Weitere 35 kommen nun hinzu. Fast 100 Stellen kommen jetzt nun hinzu, um im Innendienst Spezialisten noch weiter besser ausbilden zu können, um gerade den internationalen Steuerfallgestaltungen, den Verschränkungen, so weit mit qualifiziertem Personal begegnen zu können, um eben die notwendigen Ergebnisse auch in der Betriebsprüfung am Ende erreichen zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben uns in unserer Möglichkeit, in der nationalen Gesetzgebung Einfluss zu nehmen, immer mit sehr vielen, sehr praktischen Vorschlägen dafür eingesetzt, Steuerschlupflöcher zu schließen. Sehr viel intensiver als der eine Kollege, der gerne darüber öffentlich redet. Die Investmentbesteuerung, eines wahrscheinlich der wenigen größeren steuerpolitischen Vorhaben der Großen Koalition in dieser Legislaturperiode, ist im Wesentlichen in der Zusammenarbeit des Bundesfinanzministeriums mit der hessischen Steuerverwaltung entstanden. Das Schließen der Cum-Cum-Geschäfte ist Bestandteil eben genau dieses Gesetzespaketes, meine Damen und Herren. Jetzt können wir uns gemeinsam wechselseitig den Vorwurf machen, dass wir das Gesetz nicht schon 2010, 2008 oder 2009 beschlossen haben. Über solche Diskussionen bin ich offen. Sie haben mich auch in der Vergangenheit nicht bei denen erlebt, die, als es um die Cum-Ex-Geschäfte ging, auf dem damals sozialdemokratisch geführten Bundesfinanzministerium herumgetrampelt werden. Keine an der Stelle. Da ist ja im Moment ein Untersuchungsausschuss in Berlin tätig. Ich habe mich daran nie beteiligt, weil ich glaube, dass es einfach nicht klug ist, wenn wir uns gerade unter den großen Parteien immer wechselseitig vorwerfen, so nach dem Motto, der gerade andere habe für den Steuerbetrug nicht genug übrig und würde zu wenig unternehmen.
Das hilft uns allen nicht, sondern fördert am Ende das Geschäft derjenigen, die diese Demokratie eben nicht so wollen, wie wir sie haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so ein Fall ist das jetzt auch mit der Cum-Cum-Frage. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir bei den Cum-Ex-Geschäften als hessische Finanzverwaltung jeden Prozess vor einem deutschen Finanzgericht gewonnen haben gegen die Beteiligten. Jeden Prozess. Weil wir solide den Beteiligten nachgemacht haben und nachgewiesen haben, dass hier gegen Gesetze verstoßen worden ist. So, und jetzt haben wir die Situation, dass der Bundesfinanzhof eine bestimmte Fallgestaltung der Cum-Cum-Geschäfte, klingt so ähnlich, ist ein bisschen anders, eine bestimmte Fallgestaltung der sogenannten strukturierten Wertpapierleihe, diesen Fall für steuerrechtswidrig auch unter Vergangenheitsgesichtspunkten beurteilt hat. Daraus abzuleiten, dass alle Cum-Cum-Geschäfte für die Vergangenheit rechtswidrig, moralisch teile ich die Einschätzung vollständig von Walter Arno, ob die auch rechtlich angreifbar sind. Dazu gab es eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern, und die weit, weit überzählige Zahl von Landesfinanzverwaltungen. Und Sie wissen ja auch genau, wie die Mehrheitsverhältnisse da sind. Es muss also sehr deutlich auch über Parteigrenzen hinweggegangen sein. Hat sich der Rechtsauffassung des Bundesfinanzministeriums angeschlossen. Und wiederum nur die Initiative eines wahlkämpfenden Kollegen, der offensichtlich an seinem eigenen Denkmal an der Stelle arbeitet, sorgt jetzt für eine Debatte. Deshalb, meine Damen und Herren, machen Sie sich einmal sachkundig, nicht nur bei einem anderen Bundesland, sondern ich sage Ihnen auch gerne einmal wieder, zu welchen Bundesländern Sie einmal gehen können, die anders entschieden haben in der entsprechenden Abstimmung, meine sehr verehrten Damen und Herren. So geht es nicht, einfach nur parteipolitische kleine Münze zu machen und am Ende die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag an der Front gegen Steuermissbrauch kämpfen, zu diskreditieren. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Herr Minister, der Kollege Boddenberg wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe eine Frage. Zu diesem Thema stand, glaube ich, in der Frankfurter Rundschau ein Artikel, in dem ich in Erinnerung habe, 11 Bundesländer dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die Finanzverwaltung zugestimmt haben. Können Sie das bestätigen oder habe ich das falsch in Erinnerung? Herr Minister. Es ist nicht üblich, die Abstimmungsverhalten einzelner Bundesländer und auch exakte Zahlen in der Öffentlichkeit zu nennen. Aber ich habe eben gesagt, die weit, weit überwiegende Mehrheit von Landesfinanzverwaltungen. Ich glaube, da können Sie sozusagen ungefähr Zahlensituationen darunter subsumieren. Herr Minister, der Kollege Schmidt möchte Ihnen ebenfalls eine Zwischenfrage stellen. Auf geht's. Da können Sie denn bestätigen, dass es bisher völlig, völlig unüblich war, dass, wenn ein Land einem solchen Anwendungserlass widersprochen hat, dass er trotzdem in Kraft gesetzt wurde? Herr Minister. Es war bisher üblich, dass nach dem Abschluss von Fragestellungen auf der Ebene der Abteilungsleiter danach ein Bundesland erklärt, dass sie einen sogenannten FMK-Vorbehalt einlegt, dann das weitere Verfahren bis zur Beratung der Finanzministerkonferenz nicht fortgesetzt wird. Im konkreten Fall hatte aber die betroffene Landesfinanzverwaltung angekündigt, einen Vorbehalt einzulegen, gegebenenfalls einen Vorbehalt einzulegen. Und es war den Beteiligten in einer Frist von 2 oder 3 Wochen nicht möglich, zu entscheiden, gibt es jetzt den Vorbehalt oder nicht. Dann gab es die nächste Sitzung der Finanzministerkonferenz. Der Sachverhalt ist dort auf der Tagesordnung, obwohl der betreffende Vorsitzende der Finanzministerkonferenz im Moment ist, nicht aufgetaucht. Und da war es am Ende recht und billig und auch notwendig, damit sichergestellt wird, dass vor Ende dieses Jahres die notwendigen Bescheide rausgehen können und nicht der Verjährung unterfällt, dass diese Fragestellung in Marsch gesetzt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht es halt nicht, das Verfahren zu verzögern und auf der anderen Seite dann zu behaupten, es sei am Ende ein politisches Problem. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Und deshalb, meine Damen und Herren, die hessische Finanzverwaltung ist gut aufgestellt. Wir arbeiten ständig daran, sie weiter noch besser aufzustellen. 650 Anwärterinnen und Anwärter im kommenden Jahr einzustellen, ist eine unglaublich deutliche Sprache. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Lassen Sie uns den gemeinsam weiter fortsetzen. Vielen Dank.
Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Einzelplan 06 mit 17 und 18.